Sprüche. Und das schmeckt man auch. Krombacher. Mit Felsquellwasser gebraut. Krombacher. Eine Perle der Natur. Hi. Hi, Andi. Kennst du die Krombacher-Werbung? Ja. Meinst du, der sie ist genauso schön, wie in der Werbung gezeigt ist? Ja, könnte sein. Oder dass sie das Trinkwasser für die Krombacher aus dem See nehmen? Boah, das weiß ich nicht. Das müsste man... Okay, ich bin unterwegs. Wie, was? Hallo? Hallo, Ali. Hi. Können wir los? Hier auf jeden Fall. Danke. Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Abenteuer-Vlog. Wo geht's hin? Wir fahren zur Wieltalsperre, besser bekannt als der Krombacher See. Und wir haben nicht nur eine neue Kamera, sondern auch einen neuen Kameramann. Nick mal! So, los geht's. Passend mit dem Start fängt an zu bricht. Super. Ja, geil. Ja, fick dich doch. Wir müssen auch nur 161 Kilometer fahren. Das ist ja ein Schnapper im Vergleich zur Bodenseetour. 121, 161. Oh. Duisburg ist eine geile Stadt, wenn man rausfährt. Jetzt stinkt das nach. Zucker! Wurde der hinfallen. Lass liegen, tritt sich fest. Bäh, nein, ich meine so um die Fenster. Was ist überhaupt der Plan? Sind wir mittlerweile so nah dran, dass wir den See schon auf dem Navi sehen können. Und zwar in 19 Kilometern sind wir da. Ja, was ist das denn hier? Ja, ich hab Wasser gesehen! Recht! Wow, geil! Oh, jetzt geht's wieder. See! Wir sind auf jeden Fall schon mal am See. Man sieht im Hintergrund der See. Aber wir suchen genau die Stelle. Und wir gucken mal hier vorne auf der großen Tafel. Siehst du den roten Punkt? Da steht Krombacher Insel. Echt? Und wir sind auf der anderen Seite. Wir sind hier. Oh, Wahnsinn. Und wir müssen dahin. So, jetzt müssen wir ein klein wenig wandern. Und zwar auf dem Wanderweg zur Krombacher Insel. Machen wir 6,5 Stunden. Was? Wir haben jetzt auf jeden Fall die Krombacher Insel schon mal gefunden. Und zwar da vorne. Nur einen Aussichtsturm gibt es hier nicht. Wir hätten uns ein Schlauchboot mitnehmen sollen. Verdammt, wir müssen erst mal probieren, ob das Wasser nach Krombacher schmeckt. Ich komme an die Grütze nicht dran. Hast du noch was in den Taschen, was kaputt gehen könnte? Eins. Jeder kriegt den auch so. Vielen Dank. Krombacher, eine Plörre der Natur. Und hier sind Viecher, Alter. Sie sehen auf jeden Fall Wasser. Holy shit, Riesendistel. Riesendistel, Alter. Guck mal. Yo, shit. Also man sieht schon ein bisschen.
von der Sache. Da unten sind Brennnesseln, Leute. Ja, unten. Guck mal, diese Natur. Überall. Schöne Steine. Wir brechen durchs Gebüsch. Und sehen See. Das sieht auf jeden Fall auch schon sauber aus. Nicht so warm. Ja, ja. Wir müssen unser Format umbenennen. In? Sehen. Boah. Das gehen wir noch mal gucken, was da hinter der Kurve ist. Da geht der See nämlich noch ein ganzes Stück weiter. Was kommt hinter der Kurve? Sehen wir jetzt die wirkliche Krombacher Insel? Naja. Nee. Nur Wahnsinn. Ich denke, da ist die Insel hinter. Weil das ist nicht die Insel. Wir sind jetzt einmal zur Spitze gelaufen und wir vermuten, dass die kleine Insel, die wir... Steine, Vorsicht! Und wir vermuten, dass die kleine Insel, die wir vorhin gesehen haben, gar nicht die originale Krombacher Insel ist, weil man da nicht so gut hinkommt. Zu der originalen Krombacher Insel. Und ich glaube, wir haben sie gefunden. Nur, dass damals, als die Werbung gedreht wurde, der Wasserstand viel höher war. Weil jetzt sehen wir hier den See. Und das sieht schon eher nach Krombacher Werbung aus, als gerade die ekelhafte Suppe. Aha, von wegen. Nein, wohl, sie können uns verarschen. Weil wir im Umkreis von 100 Kilometern um nicht nur den Krombacher See, sondern auch der Krombacher Brauerei nirgendwo einen Krombacher kriegen, mussten wir uns jetzt eins in der Dose von der Autobahntankstelle kaufen. Und das müssen wir jetzt trinken. Oh, geil. Ja, Prost, ne? Ich hab gar kein Bier in meiner Dose, das ist nur Schaum. Guck mal. Was eine ekelhafte Plörre. Enjoy the entertainment.